Heute mal wieder was zum Thema Gebrauchtstapler. Heute geht es um die Reifen. Ich will euch einfach mal zeigen, worauf ihr achten könnt und wie weit so ein Reifen eigentlich abgefahren werden kann. Reifen ist das, was ein Auto am Boden hält. Reifen ist auch das, was ein Stapler am Boden hält. Das heißt, alle Lenkbewegungen werden darüber übertragen, alle Antriebsbewegungen nach vorne werden darüber übertragen, aber auch das Bremsen wird darüber übertragen. Und je nachdem, wie ihr einen Stapler einsetzt, gibt es unterschiedliche Reifen, abriebfeste Reifen, sogenannte auch weiße Reifen oder nicht markierende Reifen, wie auch immer man das nennen will, und eben die ganz normalen Standard schwarzen Reifen. Da gibt es aber auch unterschiedliche Klassen, also vom Luftreifen natürlich zum Super Elastic, Vollgummi, mit verschiedenen Aufbauten innerlich, mit Stahlringen. Also es gibt da wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Was ich euch aber eigentlich mal zeigen will, ist heute, wie stark so ein Reifen abgefahren werden kann. Nein, es sind keine unterschiedlichen Reifen, es sind die gleichen Reifen, es ist die gleiche Reifengröße. Den haben wir bei einem Kunden demontiert, der es bis zum Äußersten getrieben hat. Und das ist eben ein entsprechender neuer Reifen in der gleichen Reifengröße. Es ist nicht nur wichtig, dass man die wechselt wegen dem Profil, sondern auch wegen der Bodenfreiheit. Die Gabelstapler brauchen ja eine gewisse Freiheit, wenn man über Kanten drüber fährt oder sowas. Und wenn die zu stark abgefahren sind, dann kann es eben einfach passieren, dass die aufsitzen und nicht gut. An diesem Reifen sind Markierungen angebracht. Man sieht das hier. Das ist quasi die Markierung, bis zu der er abgefahren werden kann. Und ich würde sagen, die haben die komplette Fläche genutzt. Wie gesagt, wenn man innen reinguckt, man sieht, es ist der gleiche Reifen. Von daher, bis zum bitteren Ende, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Tipps haben wollt zum Thema Gabelstapler, Gebrauchtstapler, abonniert unseren Kanal Stapler TV. Vielen Dank.